Den 8. Mai feiern wir den Internationalen Tag der Frauen. Nein, ich habe nicht einen feministischen Schritt. Bien au contraire. Weil die Situation der Frauen in unserer Gesellschaft die hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. An der Politik zum Beispiel. Fakt ist, dass es taut keine Partei mehr gibt, aufhalten, die weiblichen Kandidaten nicht einen prominenten Platz auf den Wahllisten zu garantieren. Fakt ist auch, dass Frauen in vielen Ländern Platz an der Politik finden. Kanzlerin Merkel zum Beispiel wurde gerade recht ministerschlecht mit drei weiblichen und drei männlichen Titulären vorgeschlagen. Aber nicht nur an der Politik, auch an der Wirtschaft bougiert etwas. Ein Treffen, was früher ausgesehen hat als reine Männerclub, ich schwätze vom Wirtschaftsforum zu Davos, wo alle Jahre die Führungskräfte von der Politik, der Wirtschaft und der Finanzen zusammenkommen, das wurde dieses Jahr von einer weiblichen Präsidentschaft gefeiert. 7 Frauen, die Spitzenreiterinnen an ihrem jeweiligen Gebiet sind. Zum Beispiel die Frau an der Spitze vom Internationalen Währungsfonds, Françoise Lagarde, Premierministerin von Norwegen, Erna Solberg, die weltweit bekannte Partikelphysikerin, Fabiola Gianotti, die Leaderin von einer Hightech-Entreprise, Ginni Rometty, 7 weltverändernde Frauen aus allen Lebensbereichen, die es nicht nur nach oben gepackt haben, sondern die auch durch ihr Beispiel Präjugien aus der Welt geschaffen haben, dass die Frauen ihre Sache nicht gewusst wären. Ihr Beispiel als ein Vorbild für als junge Frau von heute, für ihnen zu weisen, dass sie es erreichen können, wann sie es wollen. Sie müssen es aber richtig wollen und noch ein bisschen Chance am Leben haben. Die dritten Beispiele sind positiv, aber sie dürfen aber nicht machen, dass die großen Herausforderungen, die wir nach haben, verstoppt gehen. Nur 23% der politischen Decideure sind Frauen. Nach immer verdienen Frauen am europäischen Durchschnitt 16% Männer wie Männer, für dieselbe Sterbisch auf derselben Platz. Die Robotik menaciert hauptsächlich die Frauen. 57% von den Arbeitsplätzen, die Frauen besetzen, sind von der Automatisierung bedroht. Wir müssen dafür sorgen, dass die neue digitale Entwicklung nicht zu einem neuen Gender Gap führt. Besonders, weil es ja ganz klar ist, dass die Frauen einen Mehrwert tun am digitalen Bereich, während sie richtig angesagt kennt, als ein nationaler Reichtum an Europa bis zu 9 Milliarden Euro an die Lut gehen. Bis 2020 gibt es 756.000 neue Arbeitsplätze an der Technologie gesicht. Auch da werden wir Frauen brauchen. Wir müssen sie also ausbilden, für das sie die Arbeit machen können. Aber wie sieht es zu Lützeburg aus? Mayo am Grand Duché haben wir fertiggebracht, die Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau von 15% im Jahr 2000 auf Männer wie 5% im Jahr 2015 heraufzukriegen. Das ist eine gute Sache. An unseren Nachbarländern ist das viel mehr schwer. Belgisch wird so ein Resultat erreicht an ein paar Jahren erreichen. Frankreich wird nach brauchen bis zum 2084 und an Deutschland wird nach mehr als 100 Jahren dauern. Eine rezente Studie hat gewiesen, dass in Lützeburg die Frauen zwischen 24 und 35 Jahren so oft mehr verdienen wie die Männer an demselben Alter. Für was? Aber weil 51% der Frauen an der Alterskategorie höchst qualifiziert sind, gehen nur 37% der Männer. Das ist ein Success und ein klarer Beweis, dass es sich lohnt, an Bildung zu investieren. Wir müssen nur just dafür sorgen, dass es als Jungen besser geht an der Schule. Ich habe viel Positives gesagt.
Aber die aktuell strukturellen Barrieren für die Egalität zwischen Mann und Frau sind noch nicht aus der Welt geräumt. Zum Beispiel fangen Frauen zu Lützeburg vor 35 Jahren an, Männer zu verdingen, wie ihre männlichen Kollegen. Auch haben wir bei uns wenig Frauen auf Top-Niveau. Nehmen 18% von den Managern sind bei uns weiblich, da das den niedrigsten Ton an den Membersländern, den Durchschnitt an Europa als 33%. Bei den weiblichen Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen da leihen wir auf 25%, heiersten Durchschnitt an Europa 40%. Wir haben also nach so manches zu tun. Und ich hoffe nicht, dass wir es packen. Weil das nämlich gut, wenn in den Ausgleich zwischen Mann und Frau an den Betrieben, ob der Arbeit, an den Institutionen hört. Ganz einfach, weil die Gesellschaft von der Diversität profitiert. Ganz einfach, weil es ökonomisch und wirtschaftlich erwiesen ist, dass wenn wir ein Gleichgewicht zwischen Mann und Frau an den Top-Gesellschaftsniveaus haben, dass dann finanziell und sozial Resultate auch mehr ausgeglichen sind. Ich hoffe just, dass ich nicht all Jahre brauche, zurückzukommen, für euch die Chiffren, die ich so genannt habe, zu suchen. Mein Bild ist nämlich, dass wir ganz einfach können den Tag von den Frauen aufschaffen. Aufschaffen, weil wir Männer Probleme haben. Weil wir alle guten Verständnis haben, dass die Gesellschaft Interesse daran hat, ein Equilibrium zu haben zwischen Männern und Frauen. Also schaffen wir daran, alle guten zusammen, für dass es ob man zu Lützeburg kein spezifischer Frauentag mehr braucht zu gehen.